Und somit damit willkommen zurück hier bei Sunrise of Rome. Wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen, aber juckt mich nicht. Nee, ihr kennt mich. Hier im Amphitheater. Und da unten fordert uns ein Barbar raus. Und ich glaube, da gehen wir einfach mal hin. Tötet die Barbaren. Ist ja unser Ziel, unser aktuelles. Bin ich mal gespannt, was er zu bieten hat hier. Drücke RB, um den Fokusmodus zu aktivieren. Es verlangsamt alle Gegner in einem bestimmten Bereich um dich herum. Alter, ich habe es. Ich wollte gar nicht. Ach so. Ah, das ist sehr interessant. Das ist aber sehr interessant. Fokus brauchen wir nicht. Ich will auf XP bleiben. Ja, dann machen wir das mal kurz, Mann. Oh, geil! Alter, wie geil ist das denn bitte? Na gut, das war jetzt ein bisschen Fail von mir, von meiner Seite aus. Okay, aber wir nehmen wieder XP. Leben haben wir ja genug. Du wärst gar nichts, was du warst. Weißt du, was du wärst? Du wirst sterben! Noch einer? Du noch? Du noch? Ja, du bist auch noch auf die Glocke. Ah, ja, von hinten schon, du feige Sau. Das wird wohl nichts. Legendärer Treffer. So, wenn wir die Schläge natürlich noch gut timisch abstimmt, bekommt man hier noch Bonuspunkte. Sehr gut. So muss das nicht anders. Oder so ein Aua. So ein größerer, sag ich mal. Legendärer Treffer. Hättest du wohl gerne. So, du kommst jetzt auch mal auf die Glocke hier. Und tschüss. So, jetzt zu dir, du kleiner stinkender. Irgendwas, Alter. Komm her. Oh shit, das war nicht so geil. Vielleicht soll ich auf Leben gehen. Leben, 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 Leben. Oh, das war die falsche Taste, aber egal. Das retten wir natürlich mit dem Konter dann von hinten Hieb in den Rücken rein. So, wieder auf XP und tötet die Barbaren. Marius hier entlang. Ah, verstehe. Ah, Vater. Hey. Oh, lol. Die Tür an die Nase geknallt. Marius. Sie jagen uns. Am Ende sind die gejagten, mein Vater. Ja, wohl eher wir, ey. Gelangt zum Vor und tötet die Barbaren. Tippe LT und dann RT, um den Kampf schnell an Pilium zu werfen, okay? Was heißt denn schnell? Aha, okay, es ist schnell, alles klar. Da geht doch alles aus dem Weg hier! Weg! Misch dich nicht ein! Aua! Oh, hast du keine Luft mehr bekommen? Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. So, wir sollen hier Leben auswählen. Zack. Am Arsch werde ich sterben, Junge. Einen Scheißdreck werde ich tun. Höchstens seinen Freund hier töten, ne? Was hältst du davon? Ach, bist du ein Glückspilz hier. Aber das wird dir nichts bringen. Denn du kleine stinkende Ratte wirst jetzt draufgehen. So wie du es verdient hast. Okay, wir noch ein paar Pilas hier und dann können wir unserem Vater mal folgen. Hier, guck mal, das Gemetzel hier an, ist ja unfassbar, ey. Wieso nicht, Vater? Oh nein, dann ernst muss ich dich alleine hier lassen. Na gut, ich vertraue dir, du. Ich habe ja von dir gelernt wahrscheinlich. Das wirst du schon schaukeln, das Pferd. So, wir müssen hier längs. Hier links? Nee, hier links? Nee, hier links? Nein, hier auch nicht. Wo müssen wir denn lang? Wo müssen wir denn lang? Bin ich jetzt wahrscheinlich wieder blind? Ja doch, wir müssen hier rauf. Oder muss ich hier das alles wegkloppen? Nee, wahrscheinlich auch nicht. Ja gut! Ach da! Nee, ist ja offensichtlich, Luzi. Ist ja offensichtlich. Dann würde ich mal sagen, rennen wir da rein. Ich drücke immer die falschen Tasten. Ihr merkt schon, aber ich muss mich halt noch dran gewöhnen hier. Mit Hilfe von Pila kannst du mit. Ja, genau.
Till von Pilas. Mhm. Okay, die Brücke runterlassen können wir dann. Mit dem Teil hier? Ja, klar. Achso, ist jetzt unten? Wie halt bloß nicht an? Soll ich jetzt hier durchrennen oder was? Das ist mir ein Vogel. Das muss man wahrscheinlich auf die Seite schieben. Jawohl, Alter. Ich bin einfach ein Brain, was das angeht hier. Nein, wahrscheinlich nicht. Reicht, passt, passt, passt. Müssen wir es runterschieben wahrscheinlich noch? Nee. Okay, das sind normale Zivilisten. Oh Gott. Rennt, rennt, rennt weg! Ihr dreckigen Barbaren! Weißt du, was gleich hart ist? Yes! Deine Narbe in deinem Face ist gleich hart, Junge. Und was bist du überhaupt? Du bist ja gar keine Herausforderung, du komischer sonst was. Der Sohn eines Generals wird dir gleich den Kopf zerquetschen. Zögerlich? Ihr seid 3 gegen 1, ihr kleinen Pussys. So, bisschen genug hier rumgeflucht, würde ich sagen. Aber das Spiel animiert dazu. Glaubt mir, das Spiel animiert einfach. So, warte, was habe ich denn aus? Ich will XP natürlich skillen hier. So, geh weg. Was ist mit dir los, ey? Bam. Bam. Und zack. Jetzt du noch. Ich soll zwar nicht anhalten, hat mein Vater gesagt, aber ich glaube, hier ist es schon mehr als berechtigt, wenn ich dir ein bisschen die Gegner rumschnetzle. Man gönnt sich ja sonst nichts im Leben. So, würde ich nur sagen, ach, konnte ich nur was zu essen? Obwohl, nee. Lass das später klären. Oh, jetzt so ein Steak hier, wow. Zeit wofür, Vater. So. Das Stahlgitter wird wieder gegen die Nase geballert. Drücke, um zu verbessern. Verbessern Sie deine Schlüssel. Okay. Die Verbesserung, ja stimmt. Das müssen wir, glaube ich, auch mal beachten. Wir haben jetzt 78.000 Ehre. Würde ich mal sagen, gehen wir mal einmal auf Leben. Hier auch auf Leben. Vielleicht nochmal auf Leben. Wir haben genug. So. Dann sollten wir vielleicht auch was... Was ist nochmal Zuwachs? XP-Bonus. Kampf war... Erhöht die Inventarkapazität meiner Projektile auf 5. Ach, das ist die für die Pilas. Würde ich auch gerne mehr haben. Marius erreicht den Modus brennende Adler nach 11 perfekten Treffern. Das ist natürlich auch geil. So, jetzt haben wir noch Zuwachs. Was ist das hier unten? Erhöht die erhaltene Fokuspunkte nach erfolgreich ausgeführten Manövern. Würde ich auch mal einskillen hier. Wir sollen ein bisschen gleichmäßig verteilen, glaube ich mal. Obwohl ich auch eher so der Lebentyp bin eher. Dann vielleicht noch eins auf XP oder wir sollten natürlich auch auf Hinrichtungen gehen. Und zwar Gesundheitshinrichtungen machen wir ja viel, da kostet es nur 1000. XP machen wir natürlich auch viel, das ist stimmt. Das sind dann alles so neue Szenarien, kann man sagen. Also neue Moves halt, die man hier dann vorgezeigt wird. Also die ja uns dann vorgezeigt wird. Jetzt haben wir keine Ehrenpunkte mehr. Rückwärtsgewandt? Oh, da haben wir schon alles. Okay, komisch. Umgebung, Koop wäre das dann noch. Okay. Dann haben wir uns ein bisschen ausgerüstet hier und können natürlich froh und munter weiterschlachen. Mit 9 Moves und einem Pila mehr. So, das heißt, wir können 5 Brustkörbe durchbohren. Oh, und hier geht das Gemetzel los, oder was? Hier geht die Luzi ab. Was müssen wir jetzt machen? Haben wir jetzt gerade Pfeil und Bogen in der Hand? Nein. Oh, wer ist das denn da? Das sieht mir aber stark aus hier, der General. Dann nehmen wir doch ein paar Pilas mit hier. Oder sind das Pfeile? Was ist das denn hier? Ach, die kommen schon. Ach, ja, gut. Nicht mal Zeit zum Vorbereiten. So, jetzt bin ich mal gespannt, was ich hier für neue Moves habe. Das war jetzt kein neuer Move, aber ich glaube, wir werden uns schon ein bisschen hocharbeiten, ne? So, du kleiner stinkende Made. Hättest du wohl gerne, ne? Dass ich dich am Leben lassen. Hättest du wohl gerne, ne? War das neu? Ich glaube, das... Nee, das war nicht neu. Ich habe hier irgendeine Errungenschaft gerade freigeschaltet, aber ich kann es nicht lesen, da ich sehr abgelenkt bin. Oh. Alter Vater, ey. Das war auch nicht neu. Ich
weiß gar nicht, ob man die manuell steuern kann. Oder ob die halt random kommen. Nee, das hatten wir auch schon. Das ist auch nichts Neues. Habe ich auf... Warte, ich habe glaube auf Leben noch. Ich sollte auf XP gehen. Boah, Alter. Oh, shit. Den habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, aber glaube alle auf die Glocke hier, ne? So, weg mit dir. Du kannst auch nichts. Kannst mir auch mal gestorben bleiben. Ja, immer von hinten diese Typen, Alter. Jetzt habe ich wieder den falschen Knopf gedrückt. Mann, 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 Leute. Das ist echt nicht zu unterschätzen, auch wenn das einfach aussieht vielleicht. Aber ich kenne es irgendwie so ein bisschen aus Mord auf Schatten. Habe ich ja auch gemacht, Mord auf Schatten. Ja, das haben wir auch selten gesehen hier. Nice Move, würde ich sagen. Du bekommst natürlich auch noch was ab, mein Lieber. Du wirst nicht unverschont, du wirst nicht unverschont bleiben. Oh, nice, Alter. Bam, Alter. Schönes Gemetzel, so wie es Luzi mag, ey. Glaub mir, da machst du nix, ey. Da machst du nix! Yes, baby, yes! Ah. Da machst du nix. Uda! Und zack! Weg mit dem Arm, den brauchst du wahrscheinlich nicht mehr. Das war, glaub ich, neu. Ich weiß es nicht. Boah, wo kommen die das her? Ich meine, wir könnten auch ein bisschen auf Fokus gehen, da kann man auch gut metzeln. Fällt mir gerade auf. Aber wir haben auch schon ein bisschen... Fuck, 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 fuck. Fokus. Wir haben auch viel Leben bekommen, ne? Oben links. Hat sich auch gelohnt, das zu skillen einfach. Alter, jetzt hört doch mal auf zu nerven, ihr kleinen Schlingel. Was ist los mit euch? Also, wie ging das nochmal mit dem... Na, das war das... Aua, hört doch mal auf. Wie geht das nochmal mit dem Fokus? Habe ich voll vergessen. Muss man wahrscheinlich gerade erst noch aufladen, oder? Zack, weg mit dir. So, jetzt kommst du an die Reihe, du Nervensäge. Du hast dich ein bisschen abgefuckt gerade, weißt du das? Oh, tut's weh? Ja, dann zieh ich's wieder raus, ne? Vielleicht geht's ja dann besser. So, jetzt hier müssen wir natürlich nochmal draufhalten. Du kommst hier nicht von hinten an, du kleiner Schlingel. Das weiß ich zu verhindern. Und leb wohl. Geil, ich feiere das Spiel immer noch. Könnt mir auch gerne mal die Meinung von euch hier in die Kommentare schreiben, wie euch das Spiel gefällt. Mir gefällt es sehr gut. Ist auch ein bisschen storylastig, auch wenn wir hier ein bisschen rumfighten müssen eine Weile, aber das kann man machen. Und anstatt hier rumzocken, könnt ihr mir gerne helfen, Leute. Was ist los mit euch? Ja, wir werden so einiges hier, mein Vater. Oh, der Nippeltyp ist auch mal tot. Der nippelt ab. Töte die Angreifer deines Vaters. Sichere das Forum. Komm mal mit, General. Ich brauche deine Hilfe. Vater! Nein! Nein. Vater. Es ist viel schlimmer, als ich dachte. Du musst Rom retten. Rette es. Rette es vor ihnen. Oh, ihr verdammten Pisser. Ihr mordenden Barbaren-Schweine. Ich werde tun, was du sagst, Vater. Ich werde Rom vor ihnen retten. Ihr Blut vergießen. Ich bin Kommandant Vitalion von der 14. Ein Freund deines Vaters. Wenn es Blut ist, was du willst, werde ich dir so viel geben, wie du vertragen kannst. Gib mir Blut. Du bist in der 2., oder? Ja, Herr. Jetzt nicht mehr. Willkommen in der 14. Unter Vitalion schloss ich meine Ausbildung ab und erhielt sein Versprechen.
In der 14. konnte ich mehr als genug Blut vergießen. Britannien. Diese stinkende Jauchegrube am Rande des Reichs. Die Heimat der Bastarde, die meine Familie ermordeten. Und den Aufstand anführten, der sogar die Straßen Roms erreichte. Meine Versetzung in die 14. führte uns auf diese Insel, wo ich an ihnen Rache nehmen und den Aufstand niederschlagen würde. Es tut mir leid. Es tut ja so leid. Erreiche das Ufer. Und somit sind wir in Britannien. Und die Steine prasseln noch auf die Schiffe nieder. Wir sind hart in einen Hinterhalt geraten. Und geil, wie die Schiffe sich noch nähern und ein bisschen beschossen werden. Finde ich hammer, die Atmosphäre. Hammer geil gemacht von Crytek, Mann. Hammer nice, ey. Kann ich nur loben. Gefällt mir sehr das Spiel. Ist ein echter Hingucker. What the fuck. Und interessant. Interessant die Vorgeschichte. Ich nehme mal an, unser Marius erzählt diesem Kaiser alles, was passiert ist. Und es wird noch eine Weile dauern, bis wir dann zu diesem Punkt angekommen sind, bei der er jetzt mit dem Kaiser da steht. Bin gespannt, was da noch kommen wird. Und sage einfach mal, bis zur nächsten Folge, Leute. Danke fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal, euer Luzi.